Wir sind wieder zurück und tauschen schon ganz gespannt unsere Theorien aus. Ja. Aber wir werden sie euch nicht verraten. Wir haben schon so viel ausgetauscht, dass wir so die Unterwäsche des anderen tragen. Ich habe Boxershorts an. Ja, solange du keinen Tiger-Tanga trägst. Dein Tanga klebt ganz schön. Nein, Quatsch. Ja, ja. Der Koffer ist mit einem Zahlenschloss versehen. 1, 2, 3, 4. Mann, die Kombination geht doch jeder. Ist wohl nicht richtig. Verdammt. Ich weiß aber gar nicht mal, wie man die Kombination kriegt. Ein gewöhnlicher Schreibtisch sieht aus, als wäre er lange nicht genutzt worden. Wir sind hier übrigens in Sophies Haus. Alkoholische Getränke stehen im Regal. In den Kästen befinden sich verschiedene Ordner mit Schulmaterialien. Lehrbücher und Romane finden sich in diesem Regal. Sie sind ziemlich eingestaubt. Gut, also unsere Leiste nimmt hier erstmal nicht ab. Das ist schon mal ganz nett. Ja, da lag ein Zettel auf dem Sofa. Du, auf dem Sofa? Hast du... Oh, echt? Warte. Oh, stimmt. Licht ein kleiner Abriss. Er ist ein Glücksfang. Er entwickelt sich hervorragend. Die nächste Prüfung steht schon bereit. Bald ist er ein offizielles Mitglied unseres Clubs. Seine Frau könnte Schwierigkeiten machen, aber lassen wir uns davon nicht beirren. Er wird uns sehr große Dienste leisten. Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Wer ist seine Frau? Und irgendjemand soll wahrscheinlich aus dem Weg geräumt werden. Was haben wir hier? Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Silent Hill typisch. Auch das Schloss ist kaputt. Die Tür klemmt, die Tür klemmt, die Tür klemmt. Eine Vitrine mit glänzenden Gläsern und poliertem Silber. Okay, haben wir hier? Upsa. Der Tisch ist sehr ordentlich und sauber hergerichtet. Verschiedene Romane, die sehen alle ziemlich öde aus. Verschiedene Romane, ein Buch steht etwas hervor. Unbekannte Anrufe. Auf der Rückseite steht... Sie war gerade einmal 18 Jahre alt. Angeklagt für ihre Mittäterschaft in 15 nachgewiesenen Morden war sie bis dato die jüngste Frau, die in Amerika jemals zum Tode verurteilt wurde. Aha. Ob das irgendwas mit uns zu tun haben sollte? Ich gehe mal davon aus. Dass das sozusagen das Delirium ist, bevor man stirbt, was die hier erlebt? Unbeschriftete Videokassetten sind in den Kästen verstaut. Was da wohl drauf, wohl zu sehen ist? Nachgucken, dann weiß ich. Eine unbeschriftete Videokassette liegt auf dem Tisch. Die Bänder wurden herausgerissen. Die Kassette macht ein klapperndes Geräusch. Etwas scheint da drin zu stecken. Die Kassette aufbrechen? Ja. Da ist etwas. Drehstift. Etliche Zigarettenstummel, so wie mein Aschenbecher. Info. Ein Drehstift für eine Spieldose. Das hat die Form eines Herzens. Ich entsinne mich, ja. Dazu müssen wir erstmal in den zweiten Stock gehen jetzt. Ja. Mit der... 18 Jahre... Judith sollte ein Mörder sein? Wand. Der Ventilator ist aber, glaube ich, neu. Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann es nicht öffnen. Da kommt man noch nicht durch. Da sind diverse Schülerakten, die hier auf dem Boden und an der Wand kleben. Was hat das zu bedeuten? Verschiedene Fotos einer dreiköpfigen Familie hängen an der Wand. Die Gesichter sind alle stark verschwommen. Ich kann ihren Ausdruck nicht deuten. Ich glaube, das will sie auch gar nicht. Ne. War das nicht das Zimmer von der Kleinen? Ja. Da haben wir auch schon die Spieldose. Bälle verschiedener Größe. Aber wir gucken erstmal. Nein! Spieltüte. Okay. Plüschtiere sind hier aufgereiht. Das ist ein Ballettkleid. Wie das von Sophie. Guck mal, da ist der Teddy. Der Teddy of the Doom ist wieder da. Verschiedene Märchenbücher über Prinzessinnen, Kobolde und Zauberwelten kommen mir bekannt vor, auch wenn ich mich nicht erinnern kann, sie gelesen zu haben. Eine Kinderschrift liegt auf dem Bett. Jeden Tag übe ich, damit Mama hinschaut und Papa wegsieht. Jeden Tag übe ich, Mama ist nicht zufrieden, Papa kann mich nicht lieben. Jeden Tag übe ich, Mama und Papa streiten sich. Mama sagt, ich muss besser werden, Papa lässt mich nicht besser sein.
Jeden Tag übe ich. Der Teufel sieht mir über die Schulter. Jeden Tag übe ich. Und er sieht vom Himmel herab auf mich. Jeden Tag übe ich. Der Teufel nimmt mich mit zu sich. Mama sieht weg. Papa sieht hin. Und jeden Tag übe ich. Der Teufel sieht hin. Er sieht weg. Jeden Tag übe ich. Mama, schau hin. Papa, schau weg. Okay. Geh mal zu deinem Teddy. Plüschtiere und Schulbücher sind auf dem Tisch. Komm her, Teddy of the Doom. Ein Teddybär, ist das derselbe wie in meinem Zimmer? Nein, unmöglich. Doch. So, das war's aber eigentlich schon, oder? Ja, ich kann ihn, glaube ich, nicht mehr ansprechen. Dann machen wir mal. Ja. Die Sequenzen sehen irgendwie total stylisch aus. Etwas verpixelt, ist aber klar. Ja gut, das kann selbst der Pixel. Aber ich finde die Idee interessant. Ja, finde ich auch. Angst. Kevin, sag mal was, sonst übersteuert die Musik wieder. Ja, also ich find's eigentlich total interessant, dass man in jedem Horrorspiel den Geheimnissen trotzdem näher kommt. Obwohl anscheinend alle Bösen... Guck mal auf die... Na, auf die Leiste. Alles okay. Hat sich aber nicht gehört. Also was findest du interessant, dass bei den Horrorspielen Geheimnissen immer näher kommt dort? Ja, man kommt den Geheimnissen immer näher. Ich gehe jetzt erstmal speichern, bevor ich da reingehe. Also man kommt dem Geheimnis näher, obwohl eigentlich die Bösen in der Lage sein sollten, dich sofort zu töten. Rein theoretisch. Aber sie lassen es ja irgendwie auch. Vielleicht wollen sie einfach immer, dass sie ein Horror spielen, dass die Bösen wollen, dass du weiter weißt. Damit du weißt, was eigentlich passiert ist. Meistens geht es ja dabei um Strafen. Gehen wir mal da rein. Oh, ich erinnere mich. Er war dieser ekelhafte Raum. Guck mal, das sieht eigentlich aus, als würde da jemand liegen, ne? Ja. Eine Nagelfeile. Es sieht aus, als läge jemand unter der Decke. Ich sehe lieber nicht nach. Der Geruch allein ist schon unerträglich. Oh, das hat mich runtergerissen. Ja. Ja, also ich sag mal, die paar Punkte sollten wir uns lieber mal sichern. Ja. Ich denke, es wird noch genug passieren. Ja, ich habe mit sowas aber schon gerechnet, dass da Punkte runtergehen werden. Ja, das war ja auch nicht so schwer zu erraten. Verdrückt. Taste. Nagelfeile, super. Gibt's hier noch irgendwas? Schülerakten? Ja. Aber da ist so ein kleines Büchlein dazu hervorsticht. Ja, ich sehe es schon. Du meinst hier, ne? Ja. Da liegt ein Tagebuch auf dem Boden. Das scheinen die letzten Einträge zu sein, die hier aufgeschlagen sind. 21. November 1989. Schneeflocken. Sie fallen früh dieses Jahr, bedecken alles mit einer reinen, feinen, unschuldigen Weiß. Es scheint so einfach, die Dinge dem Schmutz, Abfall und Dreck mit Weiß zu verkleiden. Bisher war es das. Doch nun habe ich es entdeckt. Ich kenne das Geheimnis. Auf Band verewigter Teufel. Ich muss ihn verdecken. Still sein. Eine gute Frau sein. Keiner darf davon erfahren. Wie würden sie reden? Wie stünde ich da? Doch wird dieses Weiß früher oder später in brennende Hitze dahinschmelzen. Ende ich so wie sie? Sie schweigt nun. Jedenfalls vortrefflich. Okay, nichts passiert. Ich würde sagen, wir gehen. Mhm. Wir haben jetzt die Nagelfeile. Und was passiert jetzt noch? Das ist neu. Oh nein, bitte nicht. Angst. Ich muss schleunigst von hier verschwinden. Ja. Ich kann nicht speichern, wie gemein. Ich muss mich irgendwie verstecken. Schnell eine Idee, ich brauche eine Idee. Schrank irgendwo? Und unterm Tisch? Was weiß ich? Nein.
gut, richtig gut. Also wir werden wahrscheinlich in diesen, in den Esszimmer, ins Esszimmer gehen müssen. Oder ja, die, oder diese Tür hier wird aufgehen. Aber da ist neu. Ja, das war früher nicht. Aber das ist jetzt Gott sei Dank, wir haben ja alles gelesen, müssen nur die Pfeile holen und können ja gehen. Den Rest wissen wir ja jetzt. Mhm. Ich hab Angst. Das ist so krank teilweise, das ist so krank. Vor allem, Sharon, du hast echt gute Arbeit geleistet. Voll, das ist so krank, ne, warte ich mal hier. Tack, tack, tack. Du siehst ja, dass das kommt. Ja. Ist das eigentlich der gleiche Doppelgänger wie sonst auch? Das sieht eher anders aus, ne? Ja. Vielleicht sind das, wenn wir mal von der Geschichte ausgehen sollten. Die ganzen Geister? Die Geister der Toten. Wenn wir davon ausgehen, dass Judy eine Mörderin war. Wir können uns nirgendwo verstecken. Wir sterben also schon wieder. Waren wir schon in den oberen Türen? Ja. Nein. Okay, lass mal kurz überlegen. Ich glaube nicht, dass wir dem einfach entkommen können. Weil sie sagt, Nee. Sie sagt ja, wir sollen uns verstecken, also wird es auch irgendwo gehen. Ja, denke ich auch. Aber die Frage ist ja, wo? Rauskommen wir nicht. Hier noch komme ich raus. Noch. Oh, meine Augen tränen, ey. Ich glaube, ich muss das Fenster aufmachen. Hier ist ja voll die Räucherkammer. Ja. Ein paar kleine Ballettschuhe. Kein Grund. Ah, guck mal, kein Grund, hinter die Treppe zu kriechen. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen, denke ich. Das ist nämlich mies versteckt, aber sehr gut. Okay, ich glaube, das Rätsel haben wir gelöst. Wahrscheinlich wird sie danach wieder Pille-Palle sein. Davon kannst du definitiv ausgehen. Gut, der Schwierigkeitsgrad wurde enorm angehoben. Es wurde unwahrscheinlich spannender gestaltet. Ich freue mich auf die Vollversion. Die müssen wir aber zusammen. Bitte. Mach mal. Wir nehmen da. Ich habe mir dafür ja schon ein bisschen was ausgedacht. Da nehmen wir noch ein paar ausgewählte Leute mit, die doch mitgruseln. Okay. Meine Frau darf auch mit. Die gruselt sich so gerne. Ah, versteckt. Guck mal, jetzt sitzen wir unten in der Ecke. Ob das reicht? Jetzt geht die so runter. Kommt der Fieder runter, geht in die Ecke. Hat sich gewunden. Nein, denke ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ich brauche eine Zigarette. Krank. Nur ein bisschen. Hä? Oh mein Gott. Alter. Es wird alles stehen. Warum? Der Ventilator stehen geblieben. Du darfst vorlesen, es hat aufgehört. Und sah die nicht ein bisschen aus wie Judy? Nee, ne? Oh Gott. Oh. Sehr gut, dass wir dann doch nicht dieses Bett angesprochen haben. Ja, dann wären wir wahrscheinlich jetzt dabei gestorben. Mhm. Ich weiß nicht warum, ich will auch nochmal reingehen. Guck mal einer an. Ja, das habe ich schon vermutet. War nicht etwas unter der Decke? Unheimlich. Na, wenn man nicht so. Nur ein bisschen. Deswegen wurde es wahrscheinlich nochmal angezeigt. Auch der Ventilator ist ausgegangen. Mhm. Warte mal, ich gehe nochmal in ihr Zimmer hier. Nö, nee, sieht noch genauso aus. Ah, ging es denn noch nach oben? Nee, ne? Mhm, weiter hoch geht's nicht. Wir können jetzt nochmal gucken, ob wir in den Raum kommen. Nö, nix. Das ist so krank, ey. Ich würde dieses Spiel nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Ich muss immer nur. Ich guck zu. Da lag ein Zettel auf dem Boden, du Blinder. Den haben wir aber schon. Der war vorhin schon da, oder nicht? Nein. Der wurde fallen gelassen. Okay.
Stimmt, das ist eine Seite von einem Tagebuch aus einem von einer Jugendlichen. 3. August 1987. Liebes Tagebuch, ich werde immer mehr zu dem Menschen, den ich hasse. Und kein Engel ist da, um mich festzuhalten, damit ich nicht immer tiefer in dieses Loch versinke, welches ich mir selbst geschaufelt habe, weil er es so wollte. Ich will wieder so sein wie früher. Das kleine Mädchen in weißen, unbefleckten Tütü. Doch erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich des Nachts aus dem Hause schleiche, wenn mich die Lust zwischen den Schenkeln packt und mich, und ich mich diesen Männern hingebe, von denen ich nicht weiß, wann sie versuchen werden, mich zu töten. Und ob du es glaubst oder nicht, in diesem Moment gefällt es mir erst sogar. Wenn ich jetzt daran denke, plagen mich Ekel und Verachtung mir gegenüber und ich geißle mich selbst in der Hoffnung, dass ich diese schmutzige Seite loswerde. Mhm, also autoaggressiv. Er hat mir etwas gegeben, ein Weiß, das alles Dunkle wieder gut werden lässt und dieses Leben ertragbar macht. Zumindest für diesen Moment. Bis bald, S. Sophie. Ja, wahrscheinlich. Also wirklich, die ist doch eine Schlampe. Naja, Sophie als Jugendliche halt. Ja, also es ist auch ein Time-Space-Rift. Lass mal gucken. Pfeile. Gegenstände, weiter. Nochmal neuer. Hau weg die Scheiße. Vielleicht geht's ihr jetzt gleich besser. Oh, Tor ist auf. Oh, Gott sei Dank. Erstmal geht's mir gut. Naja, ob das positiv oder negativ ist, das ist mal wieder was anderes. Sie guckt in den Himmel. Hä? Das sieht stylisch jetzt aus. Das kennen wir ja. Ja. Sophie. Judith, du bist am Leben. Ach, die kannten sich. Sophie, er ist hinter uns her. Was? Ich dachte, wir hätten ihn getötet. Nein, er lebt. Er hat mich verfolgt. Ich rannte durch den ganzen Wald, um dich zu finden. Oh Judith, es tut mir so leid. Hast du es dabei? Nein, ich habe es versteckt. An einem Ort, wo es sicher ist. Ich hoffe es. Sophie, schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Okay. Also Sophie und Judith kannten mich. Irgendwas war da, ja. Und da wurde eins der Mädels getötet. War das in die Schule gerade? Ja, es sah sehr danach aus, ne? Das ist ein neues Ending. Also das kenne ich auch noch. Ah. Demo Ende 3 von 5. Guck mal, da sitzt auch irgendwas auf dem Stuhl. Ja. Cool, neues Ending erreicht. Was war denn nochmal das? Bei der alten Demo, der dritte? Da war ja noch irgendwas mit dem Park, oder? Park noch was war? Naja, man musste ja in dem ersten Demo mussten wir genau dasselbe wieder machen, aber wir hatten glaube ich ein anderes Ending. Tja, jetzt aber wir können ja mal einfach weitermachen und gucken dann halt mal nach, was für noch für Endings gibt in der Demo da. Ich würde sagen, wir speichern jetzt und machen dann beim nächsten Mal weiter. Oder genau. Schneiden, meine ich, entschuldige. Und tschüss. Ciao.